Hallo und herzlich willkommen. Ja, Mann. Die begrüßen mich schon passend. Licht aus. Ich möchte nicht gar so viel Aufmerksamkeit erregen. Da ist gerade einer hoch. Wie viel Gas angeht. Alter, ich bin am Arsch. Aber so richtig. Hast du Filter? Hat der Filter? Der schaut nicht so aus, als hätte er Filter. What the? Einmal nicht hingeguckt. Das ist tatsächlich nicht viel, was die brauchen. So werde ich schon ins Let's Play begrüßt. Mit kaum Filtern und ein Viech, was mich erschreckt. Super. Gerade eine neue Session angefangen. Und schon gleich der Puls auf 180. So fängt's gut an. Kann das Licht ruhig an sein. Aber ich glaube, hier braucht man gar keine Maske. Zumindest schneifert das schon nicht so. Tatsache, man braucht keine Maske. Gut, dann spare ich mir das bisschen. Und? Damentoilette schnauf. Schauen. Nö, geht nicht. Schade. Auch nicht auf die Herrentoilette. Was ist das hier eigentlich? Woher kommt so ein Ich will nicht wissen, was das ist. Ich will wirklich nicht wissen, was das ist. No? Filter? Irgendwo? Irgendwer? Irgendwie? Irgendwas? Da war doch gerade was. Ist das? Das zerbröselt ja einfach. Oh, super. Schwein gehabt. Was ist das? Ne, nix. Umgucken. Ja, ich weiß ganz genau, worum es geht. Der Architekt. Genialer Mensch. Und ich als Let's Player genialer Springer. Super. Na gut, ist hier wenigstens ein Filter, damit sich das hier gelohnt hat, runterzukommen. Nö. Aber wir brauchen dringend einen. Filter. Wir haben nur 4 Minuten. Langsam habe ich keinen Bock mehr, denen ins Gesicht zu schauen. Zumindest, es beschränkt sich schon langsam. Mon chéri, schau mir in die Augen. Mon chéri. Willst du mit mir spielen, oder wie? Was bist du für komischer? Na, ich mag dich nicht. Langsam geht ihr mir so derartig auf die Nerven. Und mir geht der Mund aus, aber so richtig. So ein mundlastiges Gebiet. Und... Ist hier irgendetwas? Ich suche deshalb so genau, weil wir brauchen es. Egal was wir finden, wir brauchen es. Am liebsten wäre natürlich Schrotpatronen. Aber ich glaube ja nicht daran, dass wir so viel Glück haben. Ja, was heißt wir? Ich? Aber da begrüßt mich was anderes. Bist auch ein guter Freund. Unsere Freunde sind hier etwas still, kann das sein? Wo müssen wir überhaupt hin? Wenn wir schon dabei sind. Saugeil. Bester Kumpel, ey. Noch einer. Kann ich hier noch ein bisschen mehr nachladen? Für die 3 Kugeln gebe ich dir einen aus. So ein Pilzwodka. Das reicht zwar nicht mehr ganz für so einen Viech, aber... Mahlzeit. Schaut schon so aus, als würde das so ein Arm rauskommen, wenn ich zu nah dran. Naja.
Du, ich habe deinen Schuh gefunden. Brauchst du es? Ich glaube nicht. Überall der Backen. Jetzt kann man nicht daraus, jetzt kann man daraus. Kann man hier vorbeigehen? Irgendwie? Oha. Also man muss hier echt aufpassen wie Hulle. Okay, Save Point, das ist mir schon mal sehr froh. Bin ich schon mal sehr froh. Ja, Moon. Moon? Irgendetwas? Filter? Ah, ich erinnere mich an diese Stelle, da kam noch irgendwas. Ah ja, das da. Der da bleibt eine ganze Zeit liegen, aber der ist unfreundlich. Und darum begrüßen wir ihn erstmal mit einer Geburtstagskerze. Vielleicht mit noch einer. Die scheint er aber nicht gemocht zu haben. Kam doch vom Herzen. Aber Geschenke von Herzen scheint er nicht so zu mögen. Er ist wohl eher der materielle Typ. Na? Ich geb dir mal was Materielles. Fünfer Heu. Millimeter. Sind das genug Materie? Ganzes Magazin habe ich mittlerweile schon bei dir drin. Und so wie es aussieht, willst du mehr haben, Gierhals. Na? Komm schon. Beweg deinen Arsch. Hätte ja besser laufen können. Na, komm schon. Jetzt hab ich mich vertippt. Na, komm schon. Du warst wenigstens ein Schuss ins Knie. Nö, wird nix. Ich weiß nicht, ob Headshots sich hier rentieren würden. Wobei, man könnte es ja mal versuchen, aber die Zeit, die ich dafür aufwenden müsste, wäre gigantisch. Wow, na gut, dann halt nicht. Dann halt normale. Hier, fast nur eine Kerze. Die scheint er gemocht zu haben. So, jetzt können wir hier endlich weiter. Das Herumstehen macht mich unruhig. Da ist ja nur einer! Sag mal, wie viel gibt's von euch? Ihr seid fast so viele, wie es Faschisten hier sind. Ich bin echt am überlegen, ob ich Milmun nehme. Na? Irgendjemand? Irgendetwas? Irgendwie? Ich scheint aber auch schon einiges mitgemacht zu haben. Alter, ich will jetzt... Wie viel gibt's von euch? Ich will fertig werden. Ich hab bloß 15 Minuten pro Part. Na gut, eigentlich hätte ich mehr, aber ich will nicht mehr. Der Jager auf der Pirsch. Na? Kommt da noch was? Kann man hier vielleicht von hier oben besser sehen? Ach, scheiß drauf. Ich habe zwar nur noch 8 Schuss, aber irgendeiner muss ja Köder spielen. Da ist er ja. Ah, der will mir in die Augen gucken. Aber weißt du, was ich dir in die Augen gebe? Schrottkugeln. Aber offensichtlich reicht dir das auch nicht. Na, komm schon her. Passt.
Ach man. 12 Schuss habe ich nur noch. Alter, diese Gegend ist so derartig moonlastig. Und ihr Drecksvieh gibt's noch nicht mal was zurück. Naja, wo muss ich überhaupt hin? So, jetzt müssen wir auch ein bisschen beeilen. Wir sind ja lang genug dort festgesessen. Das stagniert hier ein wenig. Also man muss sich hier echt an Wulf an Munition ansammeln. Damit das halbwegs funktioniert hier. Oh. Oh, Moon. Jedes bisschen ist viel wert. Gleich nachladen. Nicht lang fucking nachladen. So, und weiter. Gucken. Dun dun. Mann, der Part ist schon wieder fast vorbei, aber das. Kann er drehen? Ich habe zwar keine Ahnung, was das bringt, aber man kann es drehen. Das ist ja häufig so, man dreht in Spielen irgendetwas und man hat keine Ahnung, was ich hier tue. Man hat keine Ahnung, was man tut. Man ist wie ein Hund vor einem Labortisch. Das sieht schon so aus, als würde mir das ein Medikit kosten. Da unten liegt ja noch eins, falls da etwas ähnliches nochmal passierte. Lass mich raten, Crouch-Jumping. Kronk hatte ja damit auch schon seine liebe Not. Ich bin da nicht unbedingt besser. Noch ein Ventil, das man sinnlos drehen kann. Das könnte ja vielleicht mal das die Kühlung zudrehen vom Reaktor, aber scheißegal, Hauptsache man kann es drehen. Macht das mal bei euch zu Hause. Geht in irgendeinen Sicherungskasten, schaltet wahllos irgendetwas rum. Es wird schon der Story weiterhelfen. Mit den letzten 200 Kerzen kriegst du Moncherie. Okay, den Radius war ich nicht gewohnt. Okay. Das ist jetzt richtig kacke. Und zwar richtig kacke. Darf ich das mal so erwähnen? Scheiß drauf, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss in 2 Minuten jetzt was losbringen. Komm her. Komm her, Lady. Beweg deinen haarigen Arsch hierher. Ich habe was zu tun. Wo ist der andere? Ich höre ihn, da ist er. War ja klar. Komm her, meine Liebe. Lass dich mit Kugeln güßen. Oh, Kopfschüsse scheinen doch ein bisschen was zu bringen. Dickschädel haben die echt von ihrer Mutter, von Mother Russia. Gut, wir sind jetzt hier deutlich mit weniger Munitionsverbrauch durchgekommen. Ja, wieder Mut. Jedes Mal wieder aufs Neue eine kleine Ekstase. Und, ja. Ich glaube, ich sollte mir diesen aggressiveren Spielstil aneignen. So. Jetzt muss ich das noch beeilen, damit wir wenigstens in dieser Folge wieder an dieser Stelle kommen, wo wir sowieso waren. Ja, komm schon. Ja, so. Dran drehen. Ich habe zwar keine Ahnung wofür, aber ich drehe einfach mal dran. So und zack. Die letzten Sekunden noch effektiv nutzen. Und weiter. So. In angesichts dieser Bestie verabschieden wir uns mal für diesen Part. Oder ich in dem Fall mich
Warum rede ich von mir in der Mehrzahl? Cesare. Ich weiß schon, ja. Okay. Vierte, wir sehen uns im nächsten Part, wie wir der nächsten haarigen Affenbraut hier ein paar Kerzen überreichen. Vierte.